Pressbriefing zum Stand der Forschung und Förderung im Bereich der künstlichen Intelligenz in Deutschland. Mein Name ist Bastian Zimmermann, ich bin hier Redakteur beim Science Media Center und freue mich ganz besonders, auch unsere drei Experten hier willkommen heißen zu dürfen, die ich gleich noch einzeln vorstelle. Die Bundesregierung hat ja Ende vergangenen Jahres die Fortschreibung der KI-Strategie bekannt gegeben. Dabei wurde die Förderung von 3 auf 5 Milliarden Euro aufgestockt bis 2025. Und Anfang dieses Monats hat das BMBF auch bekannt gegeben, dass die 5 deutschen KI-Kompetenzzentren langfristig gefördert werden sollen. Dabei werden ja oft Ziele ausgerufen wie Deutschland muss führend im Bereich der KI werden, AI made in Europe soll zum Markenzeichen werden und sich durch Transparenz, Nachhaltigkeit, Fokus auf Ethik auszeichnen. Aber was soll das genau in der Praxis heißen? Kommen diese erheblichen Fördersummen dann auch genau da an, wo sie benötigt werden? Und wo steht Deutschland im internationalen Vergleich überhaupt? Das ist für Außenstehende oft schwer zu durchschauen. Glücklicherweise haben wir aber 3 renommierte Experten hier, die uns bei der Beantwortung dieser und anderer Fragen auch helfen können. Genau, bevor ich mit dem Vorstellen beginne, an dieser Stelle nochmal der Hinweis an Sie alle da draußen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne bereits jetzt in den Chat schreiben. Aber bitte achten Sie darauf, dass Sie unter dem Chatfenster eingestellt haben, dass Sie die Fragen an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer versenden. Bitte nicht nur an Diskussionsteilnehmer. So können Ihre Kolleginnen und Kollegen da draußen nämlich auch alle gestellten Fragen sehen. Dann gibt es auch weniger Doppelungen und die Fragen können sinnvoller aufeinander aufbauen. Genau, jetzt aber zu den Experten, die heute dabei sind. Ich stelle Sie mal in alphabetischer Reihenfolge vor und ich fange an mit Professor Dr. Matthias Bethke. Herr Bethke, Sie sind Professor für Computational Neuroscience und Machine Learning an der Eberhard Karls Universität Tübingen und auch Direktor des Tübingen AI Centers. Sie sind ja auch einer der Mitbegründer von ALICE. ALICE steht für das European Lab for Learning and Intelligent Systems. Das ist im Endeffekt eine europäische Initiative, auch mit dem Ziel, für mehr Forschungskooperation im Bereich KI und maschinellem Lernen in Europa zu sorgen und die exzellente Forschung in diesem Bereich zu fördern. Wie weit sind Sie denn bisher gekommen in dem Bereich und wie ordnen Sie den Stellenwert solcher europäischer Kooperationen ein? Ich beginne vielleicht erst nochmal mit meiner Forschung. Ich versuche, die Grundlagen des maschinellen Lernens weiterzuentwickeln. Wir Menschen oder Maschinen haben Menschen ja schon beim Go-Spielen geschlagen, aber wenn es darum geht, sehr allgemeine Dinge lernen zu können, sind wir Menschen noch weit überlegen, robuster können besser generalisieren. Ich arbeite sowohl mit Neurowissenschaftlern als auch mit Biologen zusammen, um die Informationsverarbeitung im Gehirn und die Prinzipien adaptiver Intelligenz zu verstehen, als auch dann mit Leuten in der Anwendung, um innovative Technologien zu entwickeln auch. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist, dass in der künstlichen Intelligenz Grundlagenforschung und Anwendung ganz nah beieinander liegen. Wann immer es uns gelingt, Maschinen intelligenter zu machen, ergeben sich daraus natürlich auch neue Anwendungsmöglichkeiten. Und ich erkläre das auch mal ganz konkret an einem Beispiel aus meiner Forschung, wo wir uns zum Beispiel mit dem Few-Shot-Learning beschäftigen, also dem Problem, Dinge wiederzuerkennen, von denen man nur sehr wenige Beispielbilder gesehen hat. Wir Menschen sind super da drin. Ich kann Ihnen ein Objekt zeigen und Sie können das in unter anderen Lichtbedingungen in klattert Umgebungen wiederfinden. Und Maschinen sind dann noch nicht so gut, aber werden immer besser. Also die Grundlagenforschung macht da große Fortschritte. Und in einem Spin-off aus meiner Arbeitsgruppe bei Layer 7 wird genau diese Technologie benutzt und weiterentwickelt, um defekte Bauteile aus der Fertigung automatisch zu erkennen. Da ist es wichtig, dass man hat dann oft nur wenige Beispielbilder und je besser man und zuverlässiger man das erkennen kann, desto nützlicher sind solche Algorithmen natürlich. Und da komme ich dann auch schon auf einen grundsätzlichen Zusammenhang, der mir wichtig ist. Also ich glaube, der alte Werbespruch Vorsprung durch Technik bringt es ganz gut auf den Punkt, worum es bei der KI-Innovation geht. Um wettbewerbsfähig zu sein, braucht man erstmal einen technologischen Vorsprung. Das heißt, wir müssen es schaffen, kreative Top-Talente anzuziehen, die in der Lage sind, neue Ideen zu entwickeln, um überhaupt erstmal einen Vorsprung aufzubauen. Und dann brauchen wir ein Umfeld, um das auch diese Ideen auch in marktgerechte Produkte umsetzen zu können. Ich denke, das ist auch genau das Ziel, was wir mit der ALICE-Initiative verfolgen. Wir wollen Europa attraktiv für Top-Talente machen, die Impact generieren wollen, nicht nur mit neuen Ideen in der Wissenschaft, sondern auch mit Anwendungen.
Und erstmals für das Anziehen der Top-Talente ist zum Beispiel das neue europäische Promotionsprogramm, was wir Ende letzten Jahres gestartet haben, ganz sicher ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg. Und zum Abschluss möchte ich noch ein High-Level noch was sagen zur industriellen Revolution. Also ich denke, KI ist ja auch was, was viel gefürchtet wird. Und ein Aspekt der Technologie ist ja auch, dass wir Menschen uns immer mehr an Maschinen angepasst haben. Wenn man jetzt so an die industrielle Revolution denkt, Fließbandarbeit, große Landmaschinen, also die Vereinheitlichung der Landwirtschaft. Also letztlich geht es durch die hat Technologie sehr stark darauf hingewirkt, die Diversität der Biologie zu reduzieren. Das hat was damit zu tun, dass Technologie nicht flexibel genug war. Und jetzt durch den Siegeszug des maschinellen Lernens besteht die Hoffnung, dass wir adaptive Technologien entwickeln können, die auch mit einer diversen Umwelt umgehen können. Und so dass mein Traum eigentlich ist, dass wir eine Zukunft entwickeln in der Technologie, wo sich Maschinen an die Bedürfnisse von Mensch und Natur und Umwelt anpassen und nicht umgekehrt. Dankeschön. Schön, vielen Dank, Herr Bethke. Dann komme ich jetzt zu Professor Dr. Christian Kersting. Sie sind Leiter des Fachgebiets für maschinelles Lernen an der Technischen Universität Darmstadt. Herr Kersting, wie beurteilen Sie denn die Position von Deutschland und Europa in der KI-Forschung im internationalen Vergleich? Und in Anbetracht der Tatsache, dass man ja oft von großen KI-Fortschritten von Firmen wie DeepMind oder OpenAI hört, kann da die akademische Forschung überhaupt noch mithalten? Naja, Sie sehen hier, sagen wir mal, zumindest zwei Beispiele. Ich nehme mich selber mal raus, dass man das sehr wohl kann, und zwar in Deutschland. Also um das ganz einfach zu sagen, deutsche Köpfe sind führend in der KI-Forschung weltweit. Das müssen wir einfach mal so festhalten. Es nützt uns aber nichts, wenn wir jetzt nicht in die Zukunft weiterdenken. Deswegen finde ich es sehr begrüßenswert, dass wir so eine starke KI-Förderung in Deutschland und auch in Europa haben. Und auch die Aufstockung, die Sie ja auch schon angesprochen haben, von 3 auf 5 Milliarden, ist sehr begrüßenswert. Das ist ein tolles Signal. Und dass die KI-Kompetenzzentren und auch das DFKI, aber dazu wird ja Herr Krüger sicherlich noch was sagen, institutionalisiert wurden. Das finde ich alles wirklich, wirklich hervorragend. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen, und das spielt dann auch in die Forschung mit hinein, wenn man dann in der Vivo lesen muss, dass die Förderung irgendwie ins Stocken gerät. Also das kann irgendwie nicht das richtige Signal sein. Und gerade jetzt in der Krise müssen wir halt in die KI noch mehr investieren, zumindest meiner Meinung nach. Denn wir wollen ja den Aufschwung jetzt irgendwie, müssen wir ja nochmal wieder aufbauen. Und wir müssen ja irgendwie aus dieser Krise rauskommen. Und wenn man sieht, dass weltweit KI als eines der Top-Themen dafür, neben anderen Themen, aber eben eines der Top-Themen gesehen wird, dann verstehe ich nicht, warum wir hier nicht noch ein bisschen mehr in Deutschland machen. Ja, also wir müssen jetzt irgendwie KI viel stärker mitdenken, damit wir diesen Aufschwung eben auch wissenschaftlich hinbekommen, weil dann, wie Herr Bethke ja schon gesagt hat, mit den richtigen Umgebungen, wir schaffen können, irgendwie das Ganze auch in die Wirtschaft und damit auch in die Gesellschaft zu bringen und unser aller Wohlstand irgendwie zu nähren. Allerdings muss ich auch kritisch sagen, aktuell, wenn man bei einigen Ministerien anhört und sagt, wir würden gerne eben in Infrastruktur investieren, dann hört man solche Sachen wie, naja, also so Modelle wie GPT-3, die brauchen wir doch eigentlich gar nicht, weil das kann ja schon Alexa. Und das macht mir eher ein bisschen Sorgen, weil das zeugt davon, dass wirklich nicht verstanden wird, bei einigen zumindest, ich sage nicht, dass das bei allen so ist, worum es in der KI-Forschung wirklich geht. Und da mache ich mir dann eben schon Sorgen. Und dann müssten wir wirklich über die Förderung auch dabei sprechen, weil ich finde es eben spannend, dass Alice ein PhD-Programm hat, Claire ist gerade auch am Überlegen, und dass das diese Grassroots-Initiativen von sich aus machen, ohne Unterstützung durch die Bundesregierung, kann ich nicht ganz verstehen, weil neben den Zentren müssen wir es ja hinkriegen, dass wir diese Zukunft nach Deutschland, nach Europa holen. Und das ist, glaube ich, das Einfachste, diese Initiativen, die dann eben auch an andere Universitäten ausstrahlen können, weiter zu unterstützen. Das würde ich mir zum Beispiel wirklich, wirklich wünschen. Ne? Damit können wir über die KI-Kompetenzzentren und das DFKI auch noch viel mehr machen. Und vielleicht würde es da eben auch helfen, dass man neben der ja, dass man sich freut, dass wir viele Ministerien haben und alle Ministerien für sich auch eigene Fördertöpfe für KI haben, würde ich es hier eben dann gut finden, wenn wir doch ein bisschen auch
Koordinierung mit hineinkriegen, zum Beispiel durch ein Digital- und KI-Ministerium. Ich glaube, das würde schon vielleicht helfen, denn das sehe ich zumindest in Hessen. Es ist manchmal nicht einfach, aber wir schaffen es zumindest mit drei Ministerien, eine gemeinsame Initiative hinzubekommen. Und dadurch wird es auch in breiter Front irgendwie unterstützt. Da würde ich mir gerne mehr wünschen. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass der sogenannte KI-Airbus, der aktuell konstruiert wird, eben auch gleich solche Triebwerke hat. Denn wir brauchen eben diese Rechenkraft. Ohne Triebwerke können wir den auch nicht so richtig zum Fliegen bringen. Ich glaube, da müssen wir nachholen. Aber Sie haben ja nochmal ganz speziell gefragt, wie stehen wir eben im Vergleich? Also von den Köpfen, von der Software müssen wir uns nicht verstecken. Also so tolle Kollegen. Also ich freue mich, das immer wieder zu sehen. Auch die Publikationserfolge auf den Top-Konferenzen. Aber wenn wir in die Zukunft denken, müssen wir halt auch den Weg bereiten durch Infrastruktur, durch stärkere Vernetzung, durch vielleicht sowas wie Beiträge zu vielleicht auch ein bisschen dezentralen, vielleicht auch zentralen KI-Zernen. Das müssen wir, glaube ich, hinkriegen, damit wir auch in Zukunft mithalten können. Und um ehrlich zu sein, ich bin nicht in Deutschland, um mithalten zu können, sondern ich möchte an der Spitze sein. Und das können wir. Also insofern glaube ich, wir müssen uns vor nichts schämen. Wir haben ganz tolle Leute, aber diese tollen Leute müssen jetzt auch die Mittel bekommen, um es umzusetzen. Und wie gesagt, wenn man die Ministerien zusammendenkt und sie an einen Platz kriegt, dann ist das direkt auch eine nicht nur Forschung, sondern auch eine Wirtschaftsförderung, die dann auch wiederum direkt in die Gesellschaft ausstrahlt. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wirklich mal loslegen müssen. Sie hatten eben den KI-Airbus erwähnt. Da gibt es jetzt auch schon direkt die Nachfrage aus dem Chat. Was wird der genau sein? Das weiß ich nicht. Also es gab die Hoffnung, es wurde anfangs darüber gesprochen, eben dieser Vergleich zu dem Airbus-Projekt. Und wir brauchen dasselbe jetzt für die KI. Und neben den einzelnen Initiativen am BMBF und an verschiedenen Ministerien ist sicherlich auch das BMWI mit seinem Gaia-X-Projekt irgendwie ein Teil dieses Airbuses. Aber ich möchte eben nochmal darauf hinweisen, also es war immer der Vergleich dazu, wir wollen jetzt Airbus für die KI, sowas, was wir mit Airbus geschafft haben, wollen wir jetzt für die KI schaffen. Und ich glaube, das ist machbar, aber wir müssen eben auch die Triebwerke haben. Und Triebwerke bedeutet, dass wir zum Beispiel neuere Rechnerstrukturen haben, die, ja, also sie sind nicht billig, sie sind aber auch nicht extrem teuer. Aber es kann einfach nicht sein, dass einer der größten Rechner in der UK sitzt und nicht in Deutschland. Und das müssen wir einfach ändern. Und das meine ich mit diesen Triebwerken. Und dann werden Sie sich wundern, werden wir uns alle wundern, wenn Leute wie Matthias Bethge, wie Antonio Krüger, wie die ganzen tollen Studierenden, die ich ja leider nur noch virtuell gerade treffe, aber was die alles hinbekommen. Und dann werden wir uns wundern. Und dann können wir nicht nur GPT-10, sondern ganz andere Modelle bauen und sie eben auch mitkontrollieren. Wir können dann unsere Werte dort mit einpflanzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, wir haben da schon einige Fragen. Ich würde jetzt aber erstmal noch mit der Vorstellung weitermachen. Also erstmal vielen Dank. Und jetzt kommen wir zum dritten in dieser Runde, Professor Dr. Antonio Krüger. Sie sind Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, dem DFKI in Saarbrücken und dort auch Leiter des Forschungsbereichs Kognitive Assistenzsysteme. Herr Krüger, das DFKI ist ja auch sehr stark bei CLAIR involviert. CLAIR steht für Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe und hat ja auf den ersten Blick eine ganz ähnliche Idee wie Alice, nämlich europäische Exzellenz in der KI-Forschung und Innovation zu stärken und auch für mehr europäische Kooperation zu sorgen. Wir haben ja eben schon von Alice gehört. Wie weit sind Sie denn bei CLAIR und sind das eigentlich Initiativen, die sich ergänzen oder stehen die in Konkurrenz? Ja, also einen schönen guten Morgen. Also die Initiativen ergänzen sich. Finde die Hintergrundfolie von Christian Kersting da gut. Man sieht auch, es sind beide Logos drauf. Wir am DFKI haben natürlich CLAIR mitgegründet, aber wir haben auch eine ganze Reihe von Kollegen, unter anderem auch ich, die auch bei Alice initiativ sind. Und ich halte das auch für wichtig, weil das zwei Aspekte der KI-Landschaft, sagen wir mal, adressiert, die beide wichtig sind. Einmal die Exzellenz in einem sehr wichtigen Feld der künstlichen Intelligenz, dem maschinellen Lernen, aber gleichzeitig auch die Breite der existierenden KI-Labore in Europa. Es gibt eine große Tradition auch der künstlichen Intelligenz in Europa. Und wir dürfen nicht vergessen, dass zukünftig leistungsstarke KI-Systeme
ein komplexes, nicht nur aus einem maschinellen Kern, Lernkern bestehen werden, sondern in komplexe Systeme eingebunden sind, damit die tatsächlich auch in Anwendungen wirksam werden. Das bedeutet, wir werden komplexe KI-Systeme mit ganz unterschiedlichen Komponenten haben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der in der Forschung gerade eine große Rolle spielt, wie man diese KI-Systeme, wie die Architekturen aussehen werden, wie man diese weiterentwickelt. Und da denke ich mal, spielen beide Initiativen, Claire und Alice, eine sehr große Rolle. Ich glaube aber auch, dass wir unbedingt, und insofern finde ich die Alice-Initiativen, diese Grassroot-Initiative auch sehr, sehr wichtig, einen Schwerpunkt auch auf Exzellenz benötigen in der künstlichen Intelligenz, weil nur so, Matthias Bethke hat es auch gesagt, nur so wird es uns gelingen, tatsächlich auch gute Köpfe nach Deutschland zu holen. Die deutschen KI-Forscher sind sehr gut, das hatte Christian Kersting gesagt, aber die Wahrheit ist auch, dass eine ganze Reihe von diesen Köpfen eben auch nicht in Europa tätig sind, ne, sondern eben im Silicon Valley, teilweise auch in Asien und so weiter. Und da stellt man sich natürlich die Frage, können wir nicht ein Ökosystem schaffen, dass diese Leute dann tatsächlich auch hier bei uns in Europa tätig sind? Ne? Ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Und da muss ich auch sagen, fehlt mir in der Förderung, so sehr man die KI-Förderung in Deutschland loben kann, also im europäischen Vergleich ist das sicherlich spitze, das muss man einfach so sagen. Ja? Also wenn ich mir angucke, wie andere europäische Kollegen tatsächlich teilweise an Decken stoßen, ja, weil ihnen einfach nicht unter die Arme gegriffen wird, das ist in Deutschland sicherlich anders. Aber die europäische Perspektive fehlt eindeutig. Ja? Das muss man ehrlich sagen. Ich meine, wir von DFKI sind natürlich auch sehr auf die KI-Förderung der Bundesregierung angewiesen. Wir profitieren sehr von der KI-Strategie auch, insbesondere der ersten Förderwelle sozusagen. Aber für mich wird einfach zu wenig in Richtung Europa gemacht. Ja, sowohl, es wurde auch gesagt, möchte es nochmal betonen, ja, sowohl Claire als auch Alice sind beides Initiativen, die aus der Community heraus entstanden sind. Ja, und wir haben bis heute keine offizielle Förderung oder Unterstützung dieser beiden Initiativen. Indirekt werden die natürlich unterstützt, das ist klar, aber dieses direkte Commitment, das fehlt mir. Mir fehlt auch ein klares Bekenntnis zu der wichtigen Partnerschaft in Europa zu Frankreich. Das ist auch etwas, wo viel, sagen wir mal, Aachener, Erneuerung der Aachener Verträge und so viel versprochen wurde. Aber eigentlich am Ende, wenn man guckt, was jetzt bei rumgekommen ist, ist das doch sehr, sehr dürftig. Und man stellt sich wirklich die Frage, woran das liegt. Nicht? Es kann nicht an den klugen Köpfen und an den guten Köpfen, an den guten Ideen liegen, sondern es hat vermutlich politische Gründe. Ich selber glaube, das wäre sehr wichtig. Das wäre auch ein Signal für Europa, wenn wir hier die deutsch-französische Zusammenarbeit deutlich stärken würden. Es wäre gut für uns und es würde auch ein Signal nach Europa hineingeben. Man muss natürlich ein bisschen eine Balance finden zwischen der Förderung von Exzellenz. Ich glaube, das ist super wichtig. Ja. Ich bin auch absolut dafür, dass wir in Europa solche Strukturen schaffen müssen und gleichzeitig aber auch die Grundlagenforschung, die an den Universitäten stattfindet, eben nicht unter den Tisch fallen lässt. Weil da ist auch in der Breite, und das ist am Ende tatsächlich eben auch einer der Gründe, weswegen wir in Deutschland so gut dastehen, dass einfach auch die universitäre Ausbildung sehr gut ist, dass man da tatsächlich die auch nicht aus dem Blick verliert. Mhm. Vielen Dank. Wir haben jetzt auch schon einige Fragen von außen. Ich habe mal die erste an Sie, Herr Bethke. Sie hatten ja in Ihrem Eingangsstatement davon gesprochen, dass Technik sich adaptiv und intelligent an den Menschen anpasst. Das klingt erstmal gut. Da kam die Nachfrage, ob Sie da konkrete Beispiele nennen können, wo das genau gelingen kann, in was für Bereichen das vielleicht ja, wichtig ist. Sie sind noch stumm? Ja, es ist im Moment sicherlich in der Vision, in der gesamten Vision noch mehr ein Traum als Wirklichkeit, aber ich möchte gerne auch auf diesen Traum ein bisschen eingehen. Also mein Postdoc zum Beispiel, der jetzt gerade Professor wird, ist sehr daran interessiert, in der Landwirtschaft neue Robotik zu entwickeln, die eben in der Lage ist, mit einer diversen Anbaukultur umzugehen. Also im Moment ist alles darauf optimiert, für die großen Landmaschinen einfach eine einfache Bewirtschaftung möglich zu machen. Und das von der gesamten Technologie, die wir im Moment haben, ist es schwer denkbar,
allein mit einem heterogenen Anbau umzugehen, weil man dazu sehr, sehr gute also Wahrnehmungsfähigkeiten haben muss und ein gutes, zuverlässiges Modell der Umwelt schnell in einem technologischen System erstellen können muss. Und das ist genau das, woran wir auch forschen, dass wir letztlich versuchen, Bilddaten nicht nur daraus vorherzusagen, durch langes Büffeln sozusagen, durch langes Training, in welche Kategorien man die Bilder einsortieren kann, sondern dass man eigentlich ein Modell von der Umwelt bauen kann, bei dem man verschiedene Handlungsplanungen machen kann und bei dem man auch mit der Diversität der Umwelt umgehen kann. Also letztlich sind wir beim Robotic Vision auch noch nicht richtig angekommen. Es ist jetzt gerade, glaube ich, die Zeit, wo das möglich wird, robuste Sehalgorithmen zu entwickeln, tatsächlich kausale Mechanismen zu identifizieren. Und da glaube ich, dass wir in den nächsten 5 Jahren viele Fortschritte erleben werden. Vielleicht kann ich da eine Sache ergänzen, weil wir selber ja bei den kognitiven Assistenzsystemen immer vor der Herausforderung stehen, zu sagen, wir haben wenn wir künstliche Intelligenz als Werkzeug ansehen, was sozusagen an den Menschen angepasst eine Assistenzleistung erbringt, dann ist immer die Frage, bis zu welchem Grad tatsächlich der Mensch den Werkzeugen vertrauen kann. Und je komplexer die Unterstützungsleistung, desto schwieriger ist das zu gewährleisten. Und das ist wirklich eine Herausforderung. Tatsächlich, wenn Sie zum Beispiel an einen Radiologen oder an einen Hausarzt denken, der ein KI-unterstütztes Diagnosetool verwendet und dann die Diagnose zu erstellen, dann zum Beispiel im Zusammenspiel mit dem Patienten tatsächlich die Ergebnisse des KI-Systems dann auch zu erklären, ja, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde. Ne? Und das erfordert eben tatsächlich Systeme, die auch ihre Entscheidung oder sagen wir mal ihre Ergebnisse erklären können, ja, auf eine Art und Weise. Und das ist gerade auch ein sehr wichtiges aktuelles Forschungsthema, an dem viel gearbeitet wird, diese Erklärungskomponenten zu verbessern. Und die sind nämlich im Umkehrschluss auch unbedingt die Notwendigkeit, damit eben auch tatsächlich Vertrauen zu solchen Systemen aufgebaut werden, damit die tatsächlich auch dann eben Akzeptanz und Verwendung finden. Vertrauen ist vielleicht ein Stichwort, wo ich noch eine Frage hätte an Sie, Herr Kersting, auch beim Stichwort GPT-3, dass es ja immer größere Modelle gibt, die dann oft auch wegen ökologischer Kosten kritisiert werden, weil sie schlecht kontrollierbar sind. Und auch in puncto Ethik gab es ja zum Beispiel bei Google jetzt kürzlich den Skandal, sage ich mal, dass Timnit Gebru, ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche, gefeuert wurde. Warum sollte Europa bei diesem immer schneller, immer größer wirklich mitmachen? Und wäre das vielleicht das Alleinstellungsmerkmal der ethischen KI in Europa? Ja, also erstmal ist es so, wir müssen bei GPT-3 und ähnlichen Modellen mithalten, damit wir sie auch ändern können. Also es ist schon ein erklärtes Ziel in der Forschungsgemeinschaft, sie dateneffizienter zu machen. Das ist auch genau das, worüber Antonio Krüger und Matthias Bethge eigentlich gerade gesprochen haben, nämlich die Verschaltung von solchen Modellen mit Weltwissen. Und durch das Weltwissen brauchen wir weniger Daten. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich muss mit einem Mythos mal ein bisschen aufräumen, nämlich, dass sie ökologisch so verwerflich sind. Also die aktuellen Schätzungen sind so, dass wenn wir alle Top-KI-Labs nehmen und sie alle GPT-3 trainieren würden, dann entspricht das so ungefähr, als wenn die die USA um 3000 Einwohner größer wird. Also ich will das nicht runterspielen. Also ich selber war in einem Alice-Programm zu Climate und Earth Systems. Also ich glaube, die Community nimmt das extrem ernst und möchte helfen und geht das Ganze an. Aber es ist auch nicht so, dass man im Vergleich zu anderen Sektoren wirklich schon die Energieschleuder ist. Und wie gesagt, erklärtes Ziel ist, sie effizienter zu machen. Also meine Arbeitsgruppe selber, wir haben gerade wahrscheinlich neue Ergebnisse, wie wir Transformer, das sind die zugrunde liegenden Modelle, wieder verbessern können. Auf der CVPR haben wir gerade diesen Schulterschluss zwischen tiefen Netzen und symbolisch geschlossen. Also da passiert ganz viel, aber wir müssen ja sowieso mithalten, weil ansonsten passiert das, was jetzt schon Realität ist, dass auch deutsche Firmen sich das Recht auf GPT-3 bei Microsoft einkaufen. Das kann es nun auch nicht gewesen sein, weil damit lösen wir leider auch nicht das ökologische Problem. Das Ethische, auch ganz spannend. Wir haben gerade eine Arbeit eingereicht. Man kann zeigen, dass diese Modelle mathematisch gesehen eine Art von Moral oder deontologischer Dimension haben.
Und mit dieser Dimension können Sie jetzt wiederum die Modelle und Ihre Texte, die Sie kreieren, kontrollieren, sodass möglichst schlechte Sätze, rassistische Sätze nicht produziert werden. Ich finde das ganz spannend, weil es eben immer so ist, dass Stereotypen, es gibt sowohl gute als auch schlechte und wir müssen noch viel besser verstehen, wie wir mit beiden umgehen müssen. Und dafür ist aber Interdisziplinarität ganz wichtig. Und deswegen finde ich solche Ethikteams extrem spannend und die sollen auch ruhig Reibung kreieren, weil durch diese Reibung eben neue Ideen und Fortschritt kreiert wird. Also nochmal zusammengefasst, ich glaube, wir müssen in diese Modelle investieren, weil dann sehen Sie, dass wir zum Beispiel eben auch Ihre moralische Dimension sehr wohl aufdecken können und sie dadurch verbessern können. Ich möchte aber vermeiden, dass es nur die Technologen sind. Ich glaube, das Interdisziplinäre dort ist ganz wichtig und beide Seiten können extrem viel lernen. Also ich würde mich auch generell freuen, wenn in einigen Gremien, zum Beispiel in Deutschland, eben vermehrt auch mal Leute eingeladen werden, die eben diesen technischen Hintergrund in der KI haben, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um gewisse ethische Fragen überhaupt einschätzen zu können. Aber wie gesagt, das ist wirklich auf beiden Seiten einfach ein ganz toller Austausch, ein ganz wichtiger Austausch. Und ich mag Reibung. Ich finde, das bringt uns immer weiter. Und sind solche Ethikteams denn da die beste Alternative? Es gibt ja auch manchmal den Vorwurf dieses Ethics-Washing, dass man halt ein Ethikteam dahinsetzt, das sagt dann irgendwas. Da tut man so, als redet man drüber und dann ignoriert man es am Ende wieder, dass ja, diese Ethikteams nichts wirklich bringen am Ende. Also ich bin ja in keinem dieser Ethikteams, aber wenn wir jetzt bei unserem Zentrum, dem hessischen KI-Zentrum, wollen wir ja auch mit unserem Zwillingszentrum, wo es um die verantwortungsbewusste Digitalisierung geht, auch solche Teams etablieren. Und nochmal, für mich wäre es in unserem Falle kein Whitewashing, weil es wirklich um den Austausch geht und die Verbesserung dieser Systeme. Also ich würde a priori, ohne genauere Details zu haben, würde ich sagen, nein. Ich finde das unfair, weil wir müssen noch diesen Schritt gehen. Also wir müssen noch solche Teams etablieren. Dass man dann immer noch verbessern kann, ist klar. Aber so zum Beispiel wurde mir mal gesagt, Systeme könnten gar nicht moralisch irgendwelche Einsichten liefern. Es wird auch immer wieder gesagt, Systeme können kein Bewusstsein haben. Ich finde das immer schwierige Fragen, weil was ist Bewusstsein wirklich mathematisch, ist eine völlig offene Frage. Wir könnten jetzt auf das Schiff von Theseus zurückgehen und das philosophisch diskutieren. Aber dann kommen eben doch plötzlich Arbeiten wie das mit der Moraldimension und plötzlich geht es doch. Und deswegen glaube ich, ist das partnerschaftlich ganz wichtig und für sowas brauchen wir solche Teams. Okay, Herr Krüger, hier hätten wir noch eine Frage vielleicht an Sie. Welchen Anteil privater Förderung braucht KI-Forschung Ihrer Meinung nach denn? Und gibt es da realistische Alternativen dazu, sich von Big Tech bezahlen zu lassen? Da wurde das Stichwort Amazon Cyber Valley genannt. Vielleicht ist das auch was, wo Sie was zu sagen können, Herr Bethke. Also ich kann ja mal anfangen und dann kann Herr Bethke was zum Cyber Valley sagen. Also ich glaube, das Entscheidende sind die Ökosysteme, die wir schaffen. Ja, also das heißt, es kommt nicht darauf an, öffentliche Hand oder private Hand, sondern es muss eine Verzahnung da sein, die es ermöglicht, tatsächlich so ähnlich wie Matthias Bethke das ja auch gesagt hat, ne? Und an dem Beispiel mit der, sagen wir mal, KI-Einsatz in der Landwirtschaft, ne? Dass es die Möglichkeit gibt, dass eben Ergebnisse schnell diffundieren und aus der Grundlagenforschung eben tatsächlich hineinkommen in die Anwendung. Und das erfordert natürlich, dass Wissenschaftler sowohl auf der universitären Seite, in Forschungsinstituten und auf der, sagen wir mal, Industrieseite miteinander zusammenarbeiten. Und es erfordert auch unbedingt, dass wir entsprechende Möglichkeiten haben, dass sich zum Beispiel auch Spin-offs bilden können, ja, und eben die eben über Mitarbeiter und über Köpfe diese Ideen sich transportieren, ja. Im Moment ist es so, dass wir in Deutschland eigentlich eine ganz gute Mischung haben zwischen Förderung der öffentlichen Hand und auch Industrieförderung. Wir am DFKI praktizieren das natürlich schon seit 30 Jahren, ein bisschen mehr als 30 Jahren, versuchen wir das auch hinzubekommen. Aber es ist auch so, dass wir da auch immer noch Defizite haben in Deutschland. Das ist auch völlig klar. Ne? Ob jetzt... Und da würde ich jetzt persönlich gar nicht so einen großen Unterschied machen zwischen Big Tech und Small Tech.
zwischen Mittelstand und Start-up, sondern insgesamt würde ich sagen, es muss für all diese Spielarten muss es Transfermöglichkeiten geben und der Transfer, und das ist aber eine Frage eben der Umgebung, ne, die geschaffen wird, damit das möglich ist. Mhm. Herr Bethke? Ja, ich kann ja auch nochmal ergänzen. Also ich, klar. Sie hatten ja auch DeepMind und OpenAI in Ihrem, also in der Frage vorher erwähnt. Also wenn wir uns überlegen, was sind so die Standorte, von denen die jungen Wissenschaftler träumen, wo sie glauben, wo die Zukunft entwickelt wird, dann kommt da DeepMind und OpenAI auf jeden Fall drin vor. Ja? Und das sind auch Orte, die die Art und Weise, wie man Wissenschaft macht, neu erfunden haben, um das mal so zu sagen. Es gibt auch das Vektorinstitut. Also es gibt Orte, die nicht in den klassischen einzelne Arbeitsgruppen von so einer typischen Größe, wie Forschung normalerweise an den Universitäten gemacht wird, machen, sondern und in der Industrieforschung war ja früher auch, hatte weniger diese freiheitliche Forschung, die neugiergetriebene Forschung. Also es ist in den letzten 10 Jahren was passiert, dass ganz neue Konzepte, wie man in Forschung machen kann, wo neugiergetriebene Forschung zusammenkommt mit problemlösungsorientierter Forschung mit Programmierern, die sehr eng mit Ingenieuren, Machine Learning Ingenieuren, die sehr eng mit Forschern zusammenarbeiten. Und das führt zu dieser Mischung, dass wirklich sehr innovative Sachen auch sehr schnell in die Umsetzung kommen und sehr viel mehr Impact generieren. Also letztlich muss man sich fragen, über welche Dinge reden wir eigentlich heutzutage bei KI? Und wie oft kommen da unsere Sachen bei vor? Und ich glaube, wir brauchen einfach, also wir können auf jeden Fall was lernen von diesen Sachen und sollten aber selber kreativ sein und neue Modelle entwickeln, wie wir unseren jungen Nachwuchs zeigen können, dass es bei uns besonders spannend ist und sie die Chancen haben, ganz neue, spannende Dinge zu machen, die auch die Welt zum Guten zu verändern. Ja. Mhm. Wenn ich da kurz noch ergänzen kann, ich glaube trotzdem, dass, also ich stimme beim zu, wir müssen also noch weiter treiben. Ne? Also wir glauben, wir müssen in Deutschland wirklich das Ökosystem hinbekommen und dafür brauchen wir auch das Invest oder sagen wir die Partnerschaft mit der Industrie, mit den Firmen. Und die Firmen profitieren aber davon. Also und das nicht nur, weil sie die Werbung bekommen bei Studierenden, sondern weil der Transfer in der künstlichen Intelligenz nicht ganz so klassisch funktioniert, weil die Aufgaben ändern sich und wir müssen immer eigentlich wieder neue Modelle oftmals bauen. Und dafür brauchen wir diesen Transfer über die Köpfe hinweg. Und möchte aber auch betonen, dass es auch in Deutschland natürlich Interesse gibt oder in Europa von Firmen zu investieren. Also wir haben eine Partnerschaft mit Hochtief. Kommt man vielleicht auch nicht gleich drauf, dass Hochtief sagt, oh, KI ist wichtig. Aber sie sagen halt, in Zukunft brauchen wir Smart Infrastructures. Und das ist das, deren Business auf lange Sicht. Und wollen eben genau diesen Transfer mit den Köpfen hinbekommen, und zwar auch mit ergebnisoffener Forschung. Und ich glaube, da müssen wir mehr und mehr noch die Firmen noch mehr motivieren, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen motivieren, das einzugehen, denn das ist eine ganz wichtige Säule, um die KI weiter voranzutreiben. Mhm. Wir haben ja noch einige Fragen, deswegen mache ich mal direkt weiter. So ein bisschen zum Dual-Use-Dilemma, also dass die KI-Forschung auch in den USA ja eng mit militärischen Zwecken verwoben sei und dass es auch in Deutschland zum Teil gefordert wird. Wie stehen Sie denn zum maschinellen Lernen für militärische Zwecke und wie ist es da mit dem mit diesem Dual-Use-Dilemma? Und zum Beispiel steht hier auch, dass die Franzosen quasi klar gesagt haben, dass sie militärische Anwendungen der KI erforschen wollen. Wie sollten Forscher in Deutschland damit umgehen? Das ist so ein bisschen eine Frage an Sie alle. Also wer möchte, kann sich dazu äußern. Herr Krüger vielleicht? Also ich kann sonst sehr schnell zucken. Soweit ich weiß, hat die TU Darmstadt gesagt, dass sie keine Militärforschung möchte. Also insofern kann ich mich da klar positionieren und ich unterstütze das auch. Wobei man immer eben auch darauf achten muss, Forschung an sich ist immer Dual Use, ganz egal, ob das KI ist oder nicht. Also ich finde, das wird immer in der KI so besonders betont, wahrscheinlich, weil alle immer doch geprägt sind durch den Terminator, womit wir endlich mal aufhören sollten. Also KI ist nicht Terminator. KI hat, glaube ich, bis jetzt mehr Leben gerettet, als irgendein Leben groß getötet. Deswegen, also ich finde es nicht wichtig, dass man für Militär
forscht. Aber es gibt auch Aufgaben im Militär, die wir auch ganz toll woanders benutzen können. Aber ja. Herr Krüger noch kurz. Also ja, wir haben am DFKI, also wir haben dazu eine Richtlinie, die im Wesentlichen vielleicht nicht ganz so streng ist wie die an einigen Universitäten, also die sogenannten Zivilklauseln, ja, die sagen, keine militärische Forschung. Wir haben sie etwas aufgeweicht. Wir sind zurückhaltend bei militärischer Forschung, insbesondere wenn es um, und auch das ist wieder schwammig natürlich, wenn es um die Weiterentwicklung von Angriff- und Massenvernichtungswaffen geht. Das ist sozusagen unsere Sichtweise darauf. Es mag Fälle geben, also ich nenne mal das Beispiel eines Minenräumroboters, ja, wo ich ehrlich gesagt zwar auch verstehe, dass man das auch andererseits wieder, sagen wir mal, kritisch sehen kann, ja, wenn man sowas unterstützt, wo wir als DFKI nach längerer Diskussion, auch durch unsere Ethikkommission vermutlich, wir hatten den Fall noch nicht, aber nehmen wir mal an, da wäre so ein Fall, würden wir wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, das ist vermutlich in Ordnung, dass wir so ein Projekt machen. Das diskutieren wir also tatsächlich am konkreten Fall, aber wir sind da sehr zurückhaltend. Grundsätzlich ist es halt aber auch eine gesellschaftliche Diskussion, ne? Weil irgendwie werden Steuergelder zum großen Teil dafür eingesetzt natürlich, wenn man so eine Forschung betreibt. Und da stellt man sich schon die Frage, wenn man der Überzeugung ist als Gesellschaft, dass man eine Bundeswehr haben sollte, ja, dann ist die Frage natürlich auch, wie gut stattet man diese aus halt, ne? Und die sozusagen künstlich vor State-of-the-Art-Technologie, sagen wir mal, fernzuhalten, ganz grundsätzlich, ja, halte ich selber auch nicht für hundertprozentig den richtigen Weg. Aber es ist eine schwierige Frage. Wir versuchen das eben tatsächlich da sensitiv vorzugehen an der Stelle. Ja. Mhm. Das hat ja auch ein bisschen Parallelen zur Drohnendebatte dann schon fast. Absolut, ja. Vielleicht noch eine Frage an Sie, Herrn Bethke, zur Ausrichtung der KI-Forschungsförderung. Also was wäre Ihrer Meinung nach da die sinnvollste strategische Ausrichtung? Also so ein bisschen replizieren das, was die großen Player machen, also gigantische Sprachmodelle oder multimodale Modelle mit Informationen aus Texten und Bildern, das dann vielleicht einfach irgendwie ethisch besser machen, mit weniger Bias in den Daten. Das wäre dann ja vielleicht eine recht sichere Wette mit Nutzen für die Wirtschaft, der absehbar ist. Oder sich quasi große irgendwie Moonshot-Ziele setzen, dann mit dem Ziel zu machen, dass es irgendwas zu schaffen, das es eigentlich so noch gar nicht gibt. Also bewusst zu versuchen, einen Quantensprung hervorzurufen. Was würden Sie da so als die sinnvollste Sache sehen, die gefördert werden sollte? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, so auf dem Reißbrett, insbesondere auf dem politischen Reißbrett, zu entscheiden, welche technologischen Probleme jetzt gelöst werden sollen. Weil es ist oft ja ein Wechselspiel zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Also man würde ganz gerne alles Mögliche lösen. Und dann ist immer die Frage, was kann man heutzutage eigentlich lösen? Und genau dafür braucht man wieder die besten Köpfe, um möglichst mit dem, was man heute machen kann, möglichst tolle Lösungen erreichen zu können. Und da braucht man sehr viel technologischen Sachverstand und Einsicht, um das beurteilen zu können. Wo kann man heute mit unserem Wissen tatsächlich was erreichen? Und insofern glaube ich, also fände ich es von der Forschungsförderung her viel wichtiger, wirklich auf Exzellenz zu setzen, darauf zu setzen, dass wir Ökosysteme bauen, die die besten Leute herholen, denen die möglichst bürokratische Hemmnisse abbauen, Agilität zu fördern, Transfermöglichkeiten zu fördern, und dann werden die technologischen Neuerungen schon von alleine kommen. Mhm. Aber wenn ich dort ergänzen kann, ich glaube trotzdem, um die besten Leute zu holen, brauchen wir eben auch diese Recheninfrastruktur, weil sonst können sie es ja unter Umständen nicht rechnen. Und dann immer verstehen, das wird, glaube ich, immer gerne missverstanden, in dem Moment, selbst wenn ich sagen würde, lasst uns GPT-3 nachbauen, was machbar ist, aber was nicht in keinem Papier steht, also das Engineering dahinter, das auf den großen Rechnern hinzubekommen, hilft bei allen anderen Fragestellungen dann auch. Und im Zweifelsfalle baut man sowieso schon eine neue Variante und wahrscheinlich baut man ein ganz anderes Modell. Also manchmal ist es einfach nur, lasst es uns doch mal ausprobieren, auf dem Weg dorthin entsteht sowieso schon wieder was Neues. Und dann eben das, was Matthias Bethke gerade sagte.
Und ich glaube, ein Punkt ist auch wichtig bei der Sache. Also ich stimme dem vollkommen zu. Ich glaube, wir haben da wirklich einen Nachholbedarf in der Infrastruktur. Es muss aber auch in die richtigen Hände gelegt werden, glaube ich. Ja? Also das bedeutet, diese Sachen, dafür braucht man wirklich Leute, die auch in der KI sich auskennen. Ja? Da ist immer in Deutschland so ein bisschen die Tendenz, das in die HPC-Ecke zu schieben und zu sagen, ja, wir haben ja die Rechenzentren und so weiter. Und es ist einfach eine ganz andere Art und Weise, eine andere Denkweise, wie man an die Probleme herangeht, die man nicht einfach nur durch einen Hardwarekauf lösen kann, ne? Sondern man muss da die richtigen Leute dran setzen, die eben tatsächlich da einen Schritt weiterkommen dann halt. Ne? Um auch eben, und genauso läuft das auch in den erfolgreichen Nationen, wo das gemacht wird. Ne? Und das ist, glaube ich, auch etwas, das setzt sich so langsam durch, aber da sind natürlich auch Beharrungskräfte natürlich in Deutschland am Werk. Das muss man ehrlicherweise auch sagen an der Stelle. Ja. Herr Krüger, an Sie habe ich direkt auch die nächste Frage. Und zwar will die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten ja im April den koordinierten Plan für KI vorstellen, also den Investmentplan für die kommenden Jahre. Was würden Sie denn fordern mit Blick auf Förderung und auch Dimension dieses gesamteuropäischen Plans, also irgendwie einen CERN für KI, Netzwerke, Programme? Ja, also zum einen ist es wichtig, dass die Netzwerke da ein klares Signal kommt, ja, und auch eine Unterstützung, weil ich einfach auch überzeugt bin, dass wir nur als in Europa gemeinsam sozusagen auch tatsächlich ein attraktives Ökosystem schaffen können. Einzelne Mitgliedstaaten können da vielleicht vorangehen so ein bisschen, aber am Ende wird es so sein, dass wir das nur als europäische Anstrengung schaffen werden. Ich persönlich bin eigentlich aber, ich bin auch überzeugt, dass wir schon auch sowas, vielleicht kein CERN benötigen, aber schon so etwas benötigen wie vielleicht ein Verbund von einigen wenigen Top-Institutionen, ja, die tatsächlich auch dadurch eine Signalwirkung nach außen haben und attraktiv sind tatsächlich, eine Ausstrahlwirkung nach draußen haben, um eben als Attraktor zu dienen für Top-Talente weltweit. Ja. Also ich glaube, diese Netzwerkinitiative ist wichtig. Also hier natürlich Claire und Alice sind da absolut zu nennen, aber ich glaube auch einfach nur so mit der Gießkanne irgendwie über Europa Fördergelder verteilen, ist keine gute Idee, meiner Meinung nach. Und Sie sagten, ein klares politisches Signal wäre schön. Heißt das, auf EU-Ebene gibt es Ihrer Ansicht nach bisher noch kein klares politisches Signal? Also ich nehme schon wahr, dass da mit großen Anstrengungen, sagen wir mal, die KI unterstützt werden soll halt. Ne? Und da ist auch großer Wille da. Ne? Aber es ist immer schwierig natürlich. Ne? Es sind viele Parteien am Tisch, ja. Und ich hoffe sehr, dass man eben sich durchringen kann zu sagen, na gut, lass uns unsere Stärken tatsächlich an der Stelle rausstreichen und dann eben auch entsprechend fördern. Ja, das wäre schon an der Stelle mein Wunsch. Mhm. Aber wenn ich da kurz reingreifen kann, also ich finde es ja ganz toll, dass in Deutschland als auch in Europa, weil es auch die monetäre Hoffnung gab, gesagt wird, jetzt wollen wir in Quantenrechner investieren. Finde ich toll. Aber da werden wir Früchte tragen, ich weiß nicht, in 10 Jahren, in 20 Jahren, wann auch immer. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir jetzt wirklich das vorantreiben müssen und in so einer wenigen, aber dezentralen, die dann meinetwegen ja auch nochmal zusätzlich irgendwo ein Symbol an einem Ort finden können, können wir das ja wirklich hinkriegen. Und es gibt dafür auch Beispiele in der Welt. Also ich finde, CIFA und ähnliche Initiativen in Kanada zeigen ganz klar, dass es darum geht, ein starkes mit Kristallisationspunkten ausgestattetem Netzwerk hinzubekommen, mit dem wir die Exzellenz dann eben über diese Infrastruktur eben dann auch zum Fliegen bekommen. Also ich glaube, das geht sehr wohl und diese Signale vermisse ich ein bisschen. Also wenn man in Deutschland schon alleine irgendwo anruft und um einen relativ geringen Betrag bittet, also ich weiß, das hätte ich auch nicht gedacht vor 5 Jahren, dass ich sowas sagen würde, aber wenn man um 30 Millionen bittet, um etwas für Deutschland zu machen, so eine Infrastruktur, und dann wird gesagt, nee, das geht nicht. Dann finde ich das erstaunlich, wenn dann am nächsten Tag gesagt wird, aber für den Quantenrechner, der irgendwann diese Durchbrüche bringen wird, gehen wir jetzt dann schon mal Millionen wieder aus. Und diese Verhältnismäßigkeit verstehe ich halt nicht. Und da müssen wir, glaube ich, einfach die Signale bekommen, dass wir das hier und jetzt auch mitdenken, damit wir in der Zukunft noch stärker durch die Partnerschaft auf Quanten- und normalen Rechnern sind, weil das brauchen wir sowieso. Wir brauchen die normalen Rechner, um die Quantenrechner auszulesen. Als ein Beispiel, ja, also tolle Initiative, aber wir müssen auch ans Hier und Jetzt schon denken. Jetzt sind wir schon relativ weit fortgeschritten. Ich würde sagen, jetzt
Damit wir noch gut durch die Fragen kommen, versuchen wir es mal ganz schnell zu machen. Hier gibt es noch eine Frage zur Ausbildung in Deutschland, vielleicht für Sie, Herr Kersting. Wäre es nicht wichtig, die Ausbildung in Deutschland quasi auch zu verbessern? Wie hoch da die Abbrecherquote im Informatikstudium ist gefragt? Und dann die Frage auch, ob wir massive Abwanderung von hochqualifizierten Personal haben, also die jetzt zum Beispiel einfach zu DeepMind wollen oder nach ins Silicon Valley oder so. Ja, ich gestehe, ich weiß die Abbrecherquoten gerade nicht auswendig, aber ich fand sie nicht exorbitant oder bemerkenswert im Vergleich zu anderen Fachbereichen. Wir müssen aber mehr in die Ausbildung stecken. Wir müssen insbesondere die Ausbildung in den Firmen vorantreiben, weil wir können ja jetzt nicht ein, zwei Generationen warten, sondern wir müssen es ja jetzt hinbekommen. Und da sind sicherlich neue Gebiete, die werden aber auch schon angegangen. Der KI-Campus ist sicherlich ein Angebot. Es entstehen mehr und mehr auch über Elements of AI, also übersetzt ins Deutsche, niederschwellige Angebote. Wir haben ein Buch geschrieben, andere haben Bücher geschrieben. Ich glaube, da muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Aber auch mit Online-Verfahren kriegt man da sicherlich etwas hin. Hochtief kam auf uns zu und sagte, könnt ihr 10.000 Leute ausbilden? Habe ich gesagt, setzt euch hin, machen wir mal eben im Hörsaal. Ne? Geht natürlich nicht. Also da muss noch ein bisschen was nachgezogen werden, aber ich glaube, das fängt an. Was ich viel erschreckender finde, ist, dass wir in der Schule immer noch ein Problem haben, Informatikunterricht anzubieten. Das kann es einfach nicht mehr sein. Und da muss ich insbesondere jetzt, zumindest nach den Meldungen von gestern oder vorgestern, dass Hessen dort also sogar der rote Fleck ist, beschämt mich fast schon ein bisschen, weil wir ja in Hessen sitzen. Also da müssen wir wirklich nachlegen. Das kann es einfach nicht sein. Und da geht es nicht nur um KI. Es geht einfach darum, dass Leute keine Angst vor Daten haben, es einschätzen können, dass sie mitreden können, dass sie bewusst sagen können, wir wollen etwas nicht. Momentan ist es eine elitäre Diskussion von tollen Leuten, aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn alle mitreden könnten und das gut ausgebildet. Vielleicht noch eine direkte kurze Nachfrage aus dem Chat. Wie sieht es mit Frauen in KI und Informatik aus? Ich meine, wir sind hier auch jetzt zu viert als Männer. In der Informatik ist die Zahl typischerweise um die 18, 19, 20% herum. Und mit jedem Antrag, Forschungsantrag, versucht man weiter zu pushen, das auf 30, 40 oder wohin auch immer irgendwann zu bringen. Das sind die ganz normalen, leider, Probleme. Ja, aber auch das hängt natürlich. Ja, das hängt natürlich auch mit der Schulausbildung meiner Meinung nach zusammen halt. Ne? Das ist also jetzt nicht alleine nur den Universitäten anzulasten. In der Regel sind die Stereotype dort schon, liegen dann schon vor, wenn die ins Studium kommen. Tatsächlich ist es so, dass wo wir uns an die eigene Nase fassen können, ist tatsächlich in der Doktorandenausbildung und dann auch der Unterstützung von Frauen tatsächlich auch in diesem Kreis hier. Ich meine, sitzen hier wieder drei Männer halt. Ne? Und wenn man, ich gucke in mein Direktorium am DFKI, da sind zwei Frauen. Ne? Und das ist schon peinlich, ja, das kann ich nicht anders sagen. Aber es entspricht eben unserer Realität. Da können wir schon ein bisschen was machen, glaube ich, also wir selber. Und dann bemühen wir uns auch und versuchen Wege zu finden, tatsächlich inklusiver an der Stelle zu sein. Aber es ist tatsächlich auch eine Frage der Ausbildung in der Schule. Ja, von früh an tatsächlich auch MINT-Fächer, ich will jetzt gar nicht mal nur Informatik sagen, sondern MINT-Fächer einfach auch so zu so einem System, so ein Lernsystem zu schaffen, dass MINT-Fächer einfach auch attraktiv sind für alle. Ja. Bitte genau kurz und dann zur Abschlussfrage, genau. Nee, sagen Sie kurz. Okay, ich wollte kurz noch ergänzen, also das ist auch eine Frage, wie evaluiert man eigentlich exzellente Standorte? Und ein Merkmal von exzellenten Standorten ist, dass sie eine hohe Diversität haben, also dass man Top-Leute von verschiedenen Nationalitäten und verschiedenen Gender hat. Und ich glaube, das kann man einfach sich auch angucken. Sind unsere Standorte attraktiv genug, dass wir auch Top-Frauen, Top-Ausländer bei uns arbeiten wollen? Dann würde ich jetzt zur Abschlussfrage schon kommen. Wir können auch direkt einfach mit Ihnen anfangen, Herr Bethke. Was halten Sie denn für den wichtigsten Aspekt, den Journalistinnen und Journalisten aus dieser Diskussion jetzt mitnehmen sollten? Also sei es in Bezug auf die KI-Strategie und Förderung oder die Zukunft von KI im Allgemeinen oder auch auf europäische Kooperation und Forschung. Also was würden Sie noch mal gerne extra betonen? Ja, ich glaube, ich nehme vielleicht auch das Beispiel von CIFA auf, was Herr Kersting vorhin erwähnt hat. Also ich denke, wir müssen neue Wege gehen, echte Akzente setzen, nicht die Gießkanne, sondern versuchen, wie wir neue Modelle umsetzen können, die exzellente Leute
nach Deutschland und Europa holen. Und die Hoffnung, dass viele Entscheidungsträger aus verschiedenen Bereichen Entrepreneurship, Wissenschaft zusammenarbeiten, um ja so ein bisschen auch die Stunde erkennen und jetzt loslegen. Und wir sind, also wenn man sich vergleicht, OpenAI und diese Sachen, das ist im letzten Jahrzehnt gegründet worden. Wir haben immer noch nicht sowas auf die Straße gebracht bei uns. Wir müssen sowas auf die Straße bringen. Herr Krüger, was halten Sie dafür das Wichtigste? Ja, also ich denke auch, also dass also mir von all den Themen, die wir besprochen haben, die sind alle wichtig eigentlich, ja. Wenn ich eins herausheben darf, dann ist es doch schon irgendwie diese europäische Perspektive, die mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ja, wo ich glaube, wo sich am Ende auch tatsächlich die Zukunft der KI-Forschung und der KI Kommerzialisierung dran entscheidet, ja, wie wir in Europa mit dem Thema umgehen. Und ich würde das absolut unterstützen, was Matthias Bethke gesagt hat. Ja, wir brauchen da eine kluge Unterstützung der Netzwerke und auch tatsächlich eine Förderung von Top-Institutionen an der Stelle, ja, dass wir eben genau das Ökosystem schaffen, was uns tatsächlich dann in den nächsten Jahrzehnten zukunftsfit macht. Mhm. Und Herr Kersting, Sie dann noch die gleiche Frage. Ja, also ich kann auch nur unterstützen, was Matthias Bethke und Antonio Krüger jetzt gerade schon gesagt haben. Das, was ich vorher auch schon immer gesagt habe, die Infrastruktur dann als weiteres Standbein dort, das brauchen wir einfach. Dann können wir direkt noch besser mithalten, als wir es sowieso tun. Aber eine Sache ist mir auch noch wichtig, nämlich dass, so wie wir es auch in der Pandemie gerade ein bisschen ja fordern, dass in den Ministerien auch mal ein bisschen mehr Pragmatismus Einzug hält und man nicht nur danach geht, ob es eine Fördervergabe gibt oder nicht, sondern dass man dann, wenn es das nicht gibt, man sich eben überlegt, wie kriegen wir das hin? Und zwar so zum Wohle eigentlich ja von allen in Deutschland. Also ich glaube, wir müssen eben aufpassen, dass wir uns nicht in kleinen Kämpfen zwischen Ministerien verlieren. Die KI kennt keine Grenzen. KI möchte einfach insgesamt Dinge besser gestalten und eben interdisziplinär auch so, also KI ist nicht die Lösung für alles, aber gemeinsam kriegen wir ganz schön viel hin. Und das Gemeinsame ist mir wichtig. Mhm, sehr schön. Ja, damit ist die Zeit für das Pressbriefing jetzt auch schon um. Erstmal vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, dass Sie dabei waren. Und vielen Dank vor allem auch an Sie, Herr Bethke, Herr Kersting und Herr Krüger, für Ihre Zeit. Genau, nochmal kurz an Sie da draußen. Wir stellen heute so schnell wie möglich auch die Aufzeichnung dieses Pressbriefings online. Die können Sie dann über unsere Homepage abrufen. Voraussichtlich morgen früh laden wir dann auch noch ein Transkript hoch. Und wenn Sie eine Audioversion des Mitschnitts brauchen, dann schreiben Sie uns gerne einfach an redaktion@sciencemediacenter.de. Genau, dann hoffe ich noch, dass es für Sie alle auch so informativ war wie für mich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss.